Herzlich willkommen zu einer kleinen Videoanleitung zum Thema, wie ändere ich das Passwort eines Schülers. Sollte der Schüler sein Passwort vergessen haben, muss ihm ein Lehrer helfen. Dazu benötigt der Lehrer in aller Regel die Schulkonsole, die beim Lehrer automatisch gestartet wird. Und hier kann der Lehrer über den Hauptmenüpunkt Klassen die Schülerpasswörter ändern. Zunächst wählt man die Klasse aus, anschließend innerhalb der Klasse den Schüler, für den das Passwort geändert werden soll. Und hier gibt man dem Schüler jetzt ein neues Passwort. Üblicherweise 1, 2, 3, 4, 5. Das reicht völlig aus. Hier muss das Passwort mindestens 5 Zeichen lang sein. Das macht man zweimal. Mit Ändern wird die Passwortänderung übernommen. Und hier oben wird angezeigt, Passwort geändert. Damit ist die Arbeit des Lehrers hier an dieser Stelle erledigt. Und der Schüler würde sich also anmelden. Meldet sich der Schüler an, hat er natürlich auch dieses NAL-Fenster zur Verfügung. Hier in der Rubrik Betreuung findet er die Schulkonsole, die bei ihm nicht automatisch mitgestartet wird. Die sieht bei ihm genauso aus, nur dass die Hauptmenüpunkte hinter Mein Konto fehlen. Er hat also nur Mein Konto zur Verfügung. Unter Mein Konto wählt er den Untermenüpunkt Eigenes Passwort ändern. 1, 2, 3, 4, 5 ist das alte Passwort. Der Schüler vergibt sich dann zweimal ein neues eigenes Passwort, geht auf Ändern und kann sich von da an im Schulsystem und im Schulmoodle mit diesem neuen Passwort anmelden. In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren und ich hoffe, es hilft.